Hallo liebe Camper, herzlich willkommen beim Miga Caravan bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unseren kleinen technischen Projekten, die wir diese Woche alle zu zeigen haben. Wir haben einen kleinen Knaus-Van, dem wir neue Lithium-Batterien verpasst haben und ein bisschen verfeinert hat, die ganze Elektrik. Und dann hat er noch einen Max-Van eingebaut bekommen. Dann haben wir noch ein schönes Fahrzeug da. Auch der kriegt noch einiges an Ergänzungen und kleine Verbesserungen wie den Ladebooster und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, und da wollte ich euch einfach mitnehmen, da wollte ich euch dabei haben und schauen wir einfach mal kurz in die Werkstatt und schauen uns das miteinander an. Ich freue mich drauf. Auf geht's! So, hier haben wir ein bekanntes Auto von einem ganz lieben Kunden von uns. Das ist ein Knaus. Und was haben wir hier gemacht im Step 2? Wir haben hier einmal den Rapid verbaut. Den kennt ihr jetzt mittlerweile, da muss ich nicht mehr viel erklären. Ein Mikroprozessor, der permanent die Starterbatterie mit kontrolliert und lädt, damit man einfach vermeidet, damit man irgendwo stehen bleibt und man hat keinen Saft mehr auf der Starterbatterie. Zum nächsten haben wir die guten AGM-Batterien jetzt hier, die zwei Stück, herausgebaut. Der Kunde wollte unbedingt die Bultron 105 Amperestunden, zwei Stück, die haben wir reingemacht. Das war sein Wunsch, also hat er die auch bekommen. Und dann haben wir zusätzlich, das mussten wir jetzt hier reinbauen, noch einen Solarregler verbaut und haben diesen Büttner-Regler rausgenommen, weil er wollte einen guten MPPT-Regler dementsprechend und somit haben wir den hier verbaut. Ja, er ist halt auch von der Leistung her einfach eine geschicktere Geschichte. Vor allen Dingen haben wir große Module auf dem Dach und da können wir dann schon ein bisschen einen gescheiten Regler nur mit verbauen. Dann natürlich noch unseren Bluetooth-Dongle, der hängt hier, genau. Da hinten hängt noch der Ladebooster von der Firma Schaut. Das lassen wir alles, das soll alles so bleiben. Das haben wir hier dementsprechend heute verbaut. Jetzt kriegt er dann noch einen Max-Van wird hier noch verbaut. Der kommt auch noch rein. Schauen wir mal kurz rum. So schaut das Fahrzeug von innen aus. Also ist echt ein tolles Auto. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann müssen wir noch die THB-Antenne prüfen im Radio, weil die funktioniert nicht richtig. Da müssen wir mal schauen, warum das so ist, damit der Empfang besser ist. Ja, da oben halt nur der Max-Van übers Bett, damit wir schöne Zirkulation hier reinkriegen. Und dann haben wir auch schon das Auto wieder fertig. Und ja, dann geht's auf zum nächsten. So, der nächste ist ein schöner Chanson. Hier machen wir ein paar, Verbesserungsarbeiten, Ausbesserungsarbeiten. Das Fahrzeug war ja auch schon mal hier. Zum einen tauschen wir hier einmal die Netzvorrangschaltung aus. Zum zweiten hat sich der Kunde hier ein leistungsstärkeres Kochfeld montiert. Das hat er selber gemacht. Und wir schließen das Ganze aber dann natürlich fachmännisch am Gas an, damit es auch sauber und ordentlich funktioniert. Der Kunde war so freundlich, hat uns hier unten schon alles rausgemacht. Und ihr seht, hier haben wir dann die Gasleitung gar montiert. Hoppala, jetzt habe ich euch weggedreht. Hier oben sehen wir es. Da oben haben wir die Gasleitung sauber montiert und haben das sauber angeschlossen, damit es eben alles sauber funktioniert. Dann hat er noch eine Steckdose bekommen im Badezimmer. Die haben wir auch schon montiert. Leuchten wir mal schnell rein. Jawohl, die haben wir hier hingemacht. Sehen wir da. Alles schön wieder sauber gemacht. Muss echt sagen, also finde ich richtig klasse. Hier hat der Kunde schon mal alles abklebt, damit man nirgends was ranmacht, damit nichts passiert. Und dann haben wir hier ins Badezimmer. Ups.
nämlich noch einen Max-Van reingebaut. Auch der ist schon drin und passt. Und jetzt müssen wir hier vorne noch die Netzumschaltung austauschen. Da möchte er die 3600 haben vom Büttner. Da tauschen wir die alte raus. Und dann wird hier vorne einiges umgeklemmt. Und dann kriegt er noch einen Ladebooster von WCS. Der wird dann auch noch verbaut und reingemacht, damit es alles sauber und ordentlich ist und sauber angeklemmt ist. Also auch da sind wir in großen Schritten voran oder schreiten in großen Schritten voran. Der Ladebooster hängt auch schon hier. Genau, da hängt er. Und so wird es langsam alles schön fertig. Also ich freue mich drauf und das wird schon richtig toll, das Auto. So, bei dem schönen Knausi, wo wir jetzt die elektrische Sache schon gezeigt haben, haben wir jetzt hier den Max-Van noch eingebaut. Eine kleine Besonderheit, wir nehmen immer den Original Rollo, also nicht den Original von Max-Van, sondern den originalen, der vom alten Hegi, wenn das nicht mehr gebraucht wird, dann dementsprechend hier, wenn wir das dann verbauen. Schaut halt optisch einfach schöner aus. Also das Max-Van Hegi ist jetzt nicht, also das Max-Van Verdunklungsrollo ist jetzt nicht ganz so komfortabel, finde ich. Schaut optisch nicht so schön aus und das passt halt dann auch zu den anderen, die ja schon bereits verbaut sind. Und somit ist das einfach eine schönere Sache. Ja, dann haben wir den Knaus-Baus hier, das schöne Fahrzeug, den Van, auch schon wieder so gut wie fertig. Hier müssen wir morgen nur noch schnell sauber machen, alles in Ordnung bringen wieder. Plus kurz noch zur Info, ich zeige das einmal gern hier, haben wir die Fernbedienung von dem Max-Van. Das funktioniert hier alles mit einer Fernbedienung und es ist relativ einfach vom Handling her. Man kann einmal die Temperatur einstellen, man kann aber auch einfach die Ventilatorenstärke einstellen, indem man hier auf Off geht. Dann legt er auch schon los. Aktuell steht er bei 50%. Das können wir natürlich einfach runterregeln. Dann merkt ihr, er ist auch schön leise in der Nacht. Trägt Luft ein oder trägt Luft aus. Aktuell steht er auf Air Out. Wenn wir das jetzt wieder ändern wollen, drückt man einfach hier unten auf Umkehr. Zack, dann geht Air In. Und wenn wir auf Automatik drücken, dann passiert die Thematik, dass wir natürlich mit der Temperatur arbeiten müssen. Denn auf Automatik, drum schließt er jetzt auch, weil dementsprechend die Raumtemperatur 17 Grad hat. Er ist aber auf 25 eingestellt und er möchte natürlich nicht, dass dann Wärme verloren geht. Hier kann man jetzt die Temperatur runterdrücken und jetzt gehen wir hier mal auf 16 Grad, weil jetzt ist es innen, ich möchte herin 16 Grad haben. Das heißt, außen ist wärmer wie herin und schon fängt der Ventilator wieder an und trägt frische Luft ein. Das macht er dann alles vollautomatisch. Hat er die Luft jetzt runtergekühlt auf 16, dann schaltet er wieder automatisch ab. Also auch im Automatikbetrieb ist es echt ein tolles Gerät und ich bin so froh, dass auch ich den im Auto habe und möchte ihn auf keinen Fall mehr wissen. Ich will nicht sagen, dass er besser ist wie jede Klimaanlage, aber er ist schon echt geil. Also für bestimmte Fahrzeuge, gerade im autarken Bereich, muss ich sagen, schlägt er jede Klimaanlage um Längen. Weil eine Klimaanlage 100% autark betreiben zu können, heieiei, das kostet mal richtig Asche, weil da brauche ich ganz schön viel Solar auf dem Dach und ganz schön viel Lithium. Ändert auch nicht die 12-Volt-Klimaanlage, denn die Kälteleistung in Watt ist die gleiche. Also letztlich zieht euch die auch die Batterie leer und so einfach kann ich die auch nicht im autarken Bereich unendlich betreiben. Also das ist ein kleiner Trugschluss, nur weil sie auf 12 Volt läuft, heißt sie nicht, dass sie wenig Strom braucht. Ich bin jedenfalls mega begeistert von den Max-Van und möchte diesen echt auch gar nicht mehr missen. Ja, hier haben wir eine kleine neue Errungenschaft an unserer Wand.
Die kennt ihr ja schon von anderen Firmen. Das ist die Klauge Presszange mit Akku. Die geht hydraulisch, elektrisch. Ein geiles Teil. Also bis jetzt haben wir ja hier immer diese Klaugezangen verwendet. Auch die ist schon richtig gut. Aber ist halt das Problem, wenn man größere Querschnitte macht, muss man die Arme hier ausfahren und im Fahrzeug ist es einfach unmöglich vom Handling her. Drum haben wir jetzt die neuen Klaugezangen hier, die Presswerkzeuge, die haben wir schon länger her bestellt, haben leider lange, lange Lieferzeit, 2 Stück haben wir gekriegt. Und da muss ich sagen, es ist eine echt geile Errungenschaft und damit arbeitet sich's halt einfach wesentlich leichter und es macht ein bisschen mehr Spaß, weil man im Fahrzeug einfach wesentlich einfacher damit arbeiten kann. Wichtig ist nur, dass man die speziellen Klauge-Pressschuhe dann auch verwendet, weil das natürlich alles genormt sein muss. Aber gut, haben wir ja kein Thema. Auch das haben wir uns angeschafft, weil es echt einfach ja schon eine wichtige Sache ist. So, hier liegt nämlich noch die andere, weil da habe ich eben gerade gepresst. Ich habe jetzt den Stuhl draufgesetzt. Ich wollte ihn jetzt nicht mehr runterheben. Ich blende euch ein Bild ein, wie es unter dem Stuhl ausschaut. Also da seht ihr, wie viel Arbeit das ist. Verdammt eng, echt verdammt eng. Aber jetzt schauen wir mal rein, weil das ist noch viel enger. Oh, so schaut das Ganze jetzt aus da drin. Also echt verrückt. Ihr seht hier Masseverteiler, Plusverteiler, Sicherungen. Es ist verrückt, wie eng das da drin ist. Also es ist wirklich verrückt. Wir haben da saubere Busbars hingesetzt, Verteiler hingesetzt, Plusverteiler, Minusverteiler. Jetzt kommen gleich die Deckel drauf. Da zeige ich euch dann noch, wie das ausschaut. Aber es ist schon irre. Hier drunter habe ich ja gestern gezeigt oder im letzten Video gezeigt. Da drunter ist ja der Ladebooster vom WCS. Und hier haben wir jetzt die ganzen Anschlüsse hinten gemacht. Wir machen da ein sauberes Brett drin, mussten das Brett ein bisschen abkanten, abrunden, damit es alles schön sauber da durchpasst. Also es ist schon echt immer eine Herausforderung, dass dann auch alles sauber und ordentlich funktioniert. Und das Allerwichtigste, immer wieder, ganz, ganz wichtig, die ganzen Schrauben hier, die müssen bombenfest sitzen. Die dürfen nicht locker sein, die müssen wirklich bombenfest sitzen. Das gleiche ist bei den Sicherungen, die müssen sauber feste Auflage haben, sonst entstehen Übergangswiderstände und das ist, will keiner haben im Fahrzeug, weil das wird brutal heiß. So, und hier haben wir unseren kleinen Taster hergemacht für den Rapid. Der Rapid ist dafür zuständig, dass die Batterie, wenn sie denn mal leer sein sollte, weil man das Licht vergessen hat auszuschalten, weil man den Radio auf der Aufbaubatterie laufen hat lassen zu lang oder warum auch immer, ist mal ganz egal, warum die Batterie leer ist, dann haben wir den Vorteil bei dem WCS-Booster, wir drücken einfach nur kurz den Knopf und schon können wir mit 30 Ampere die Starterbatterie durchladen mit der richtigen Ladekennlinie. 10 Minuten, dann ist das Fahrzeug wieder startbereit und ich muss definitiv keine Notlösung mit Überbrückungskabel oder sonst was suchen und das ist echt eine geile Sache. Also da muss ich sagen, ist immer wieder toll. Damit kann ich leben, das ist eine tolle Geschichte und ein kleiner Knopfdruck, den wir hoffentlich nie brauchen, auch ganz klar. Aber wenn man braucht, dann hat man und man muss da nicht lang rumsuchen und irgendwelche wilden Überbrückungsmöglichkeiten suchen, die meist dann immer weit weg sind. Ja, was haben wir hier alles gemacht? Hier haben wir einen Profinder noch eingebaut, ergänzt, der hat nur gefehlt. Dann haben wir hier ein kleines Voltmeter eingebaut. Warum wisst ihr mittlerweile? Weil die Lichtmaschine hier eine intelligente Lichtmaschine und dass der Ladebooster, um dass der Ladebooster mit der hohen Leistung sauber arbeitet, haben wir hier unseren kleinen Taster reingemacht, damit es sauber und ordentlich funktioniert.
und das funktioniert hervorragend. Aktuell lädt die Lichtmaschine bei laufenden Motoren mit 13,8 Volt durch. Das heißt auch, dass die Starterbatterie wesentlich geschont wird, weil sie nicht nur auf 12,1 gehalten wird, sondern die, wenn jetzt der Motor aus ist, ist auch definitiv bei 12,9. Und so muss das auch sein, damit die lang lebt und damit die nicht so schnell kaputt gehen, die Dinger. Die sitzen da unten drin, auch die kosten richtig Geld, wenn die immer so schnell kaputt gehen. Soll ja alles nicht sein. Ja, dann sind wir auch schon wieder mit dem Auto. Ich will noch nicht sagen, fertig, jetzt müssen wir es nur zusammenbauen, schön sauber machen. Paar Kleinigkeiten fehlen noch, weil der kriegt nur DAB-Antenne, das machen wir morgen früh gleich. Drum ist auch der Radio hier heraus, weil wir den natürlich einmal auch umgeklemmt haben von der Starterbatterie auf die Aufbaubatterie. Speziell haben wir das mit einem Knöpfle gemacht, damit man das hin und her schalten kann. Und zum nächsten kriegt er eine neue Antenne, weil die vorhandene DAB-Antenne ist scheiße. Und drum bauen wir ihm eine mit Edelstahlplatte sauber aufs Dach, so wie es es gehört. Und drum ist auch da drüben noch alles offen, weil wir da morgen früh schnell die Kabel noch reinziehen und dann wird das Auto wieder zusammengebaut und dann ist es auch schon wieder fertig. Morgen starten schon wieder die nächsten Projekte, Riesendinger. Ein Knaus, ein Riesenschiff, der kriegt richtig Power. Von einer großen Kombi bis hin zum Wechselrichter, also Wechselrichter, Kombi, Ladebooster, Solaranlage, Titronik, Alarmanlage und bla 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 und Schisslerweng. Also richtig Action. Also, dann schauen wir mal weiter. Ja, war wieder einiges, sind wieder ganz tolle Projekte. Morgen geht es wieder weiter mit noch einem anderen Projekt. Heute hat man dann noch zwischendrin einen Notfall beim großen Karthago, waren also Batterie ausgelaufen, Riesensauerei. Die ist komplett eine Gelbatterie sogar, also ganz was Komisches. Da haben wir gleich Lithium eingebaut, schnell auf die Kürze und die ganzen Ladegeräte umgestellt. Auch sowas macht man natürlich, wenn es brennt. Klar, wenn sie ausläuft, geht ja nichts mehr. Also das kann nicht, ist ja auch gefährlich. Die ganze Säure, das frisst ja alles zusammen. Also das muss natürlich ruckzuck erledigt werden. Ja, und dann war noch ein anderer Kunde da. Da haben wir noch schnell was verändert am Fahrzeug. Und dann natürlich noch die Projekte, wo wir haben. Morgen fangen wir ein ganz großes Projekt an, auch das haben wir ja schon gesagt. Und ja, so geht es bei uns durch die Woche, so geht es bei uns weiter. Und das finde ich echt klasse, da ist richtig was los und das ist mega, mega toll. Ich freue mich auf rege Kommentare von euch, wie immer. Ich freue mich auf neue Projekte mit euch zusammen und auch wird im nächsten Video unser Concorde-Finish natürlich stattfinden, weil auch die wird dementsprechend weitergebaut. Klar, auch die muss fertig werden und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, euch wieder da dabei zu haben. Und ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wieder wie immer. Ist so ein kleines... Ja, ich sage immer, das ist immer so die kleine Erdbeere am Abend, damit man auch weiß, dass das passt, was man so ein bisschen macht. Natürlich auch ein kleines Lob. Und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt doch noch auf den Abo-Button. Auch darüber sind wir jedes Mal froh, weil umso größer die Community ist, umso mehr Reichweite kriegt man, umso mehr kann ich euch mitteilen und umso mehr lohnt sich natürlich auch unser ganzer Aufwand, wo wir hier machen, den wir natürlich auch sehr gern machen und viel Spaß dabei haben. Also, Like und Abo und ich sage ganz lieben Dank, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Also, ciao, ciao.